So, ihr Lieben, einen wunderschönen Montagmorgen, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich bin ja 4 Tage in privater Mission unterwegs gewesen mit dem ICE Donnerstag quer durch Deutschland von Süd nach Nord und gestern Abend dann gegen 22 Uhr wieder in München wohlbehalten angekommen. Ich komme jetzt hier zu meinem Monday-Update-Video in eFootball 2023. Alles kurz und kompakt für euch zum Wochenstart zusammengestellt. Wir sehen jetzt hier die beiden neuen Wettbewerbe. Das ist beides die erste mexikanische Liga. Einmal habt ihr das entsprechende Tour-Event, wo ihr gegen die KI spielen könnt, entweder selber oder ihr könnt eure Mannschaft dann auch alleine spielen lassen, was ich meistens mag bzw. mache, und könnt euch entsprechende Spielerfähigkeiten, Tickets holen. Gute Sache, sollte man eigentlich immer mitnehmen, wenn man die Zeit dafür hat. Dann hier natürlich noch das passende PvP-Event dazu. Auch hier sind diverse Boni wie Spielerfähigkeiten-Tickets verfügbar. Ich glaube insgesamt 3 Stück und als letzte Stufe dann nochmal 50 eFootball-Münzen. Auch das nimmt man dann normalerweise entsprechend mit, die Zeit vorausgesetzt. Bevor ich zu den nächsten Sachen komme, die Tage mal die Augen offen halten. So ab Mitte, Ende der Woche habe ich wieder Zeit für größere Streams auch, werde das auf beide YouTube-Kanäle verteilen, also nicht nur den Sports Gaming Channel, nur dass ihr da die Info habt. Wer mich denn da mal wieder live erleben möchte mit diversen Games, sowohl Sports Gaming als auch andere Spiele, beide YouTube-Kanäle mal anschauen. Wenn ihr noch nicht Abonnent von beiden seid, holt das gerne nach, sind unter dem Video verlinkt. Würde mich freuen, euch auch dort begrüßen zu dürfen. So, dann natürlich auch hier Fans Choice, also die Fans haben gewählt, die besten Spieler ihrer Sicht nach oder die beliebtesten vielleicht auch aus der Ligue 1. Damit haben sie jetzt angefangen. Ihr seht es jetzt hier, Lionel Messi natürlich die Top-Karte, aber auch interessante andere Spieler dabei, wie David vom OSC Lille, Ben Yedder, um mal hier nur einige zu nennen. Ich finde, es ist insgesamt eine sehr gelungene Liste. Interessant auch hier wieder, sie haben es ja gemacht wie die Player of the Week Listen vom letzten Donnerstag, wo sie die gesplittet haben in insgesamt 44 Spieler. Wer Lust hat, kann hier wirklich alle Spieler holen. Und ich sage es auch hier immer, ich sag mal, für die umgerechnet knapp 20 Euro kriegt ihr hier eigentlich sehr, sehr viele Top-Spieler. Ja? Und ihr könnt das Risiko für euch kalkulieren. Das ist eben entsprechend der Unterschied zu den Legenden, die ihr ziehen könnt mit einer 150er Liste und 3 Top-Spielern im Regelfall. Ist das Verhältnis natürlich ein ganz anderes, nur ein kleiner Tipp von mir, und die Spieler sind dann für euch auch wieder 365 Tage einsetzbar, bevor hier irgendwelche Verträge ablaufen. Eigentlich argumentativ eine ganz nette Geschichte. Ja, das soll es von mir aus gewesen sein. Weitere Videos natürlich wie gehabt diese Woche im Bereich Sports Gaming. Wie gesagt, würde mich freuen, euch auch bei den Livestreams auf beiden Kanälen begrüßen zu dürfen. Ansonsten einen schönen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.